Die militante Veganerin und ihr Tofu-Freund haben es wohl knallhart auf Bösemann abgesehen und die Sache zwischen den beiden könnte noch ziemlich interessant werden. Eigentlich waren sie zu einem Treffen verabredet. Sie wollten darüber diskutieren, wie es ist, vegan zu sein und wie man eventuell andere davon überzeugen kann. Allerdings platzt dieses Treffen. Stattdessen werden jetzt Ansagen verteilt. In einer Platzaxt-Folge wollte Bösemann wissen, ob ihr Lippenstift auch vegan ist. Wie sich später herausstellt, eben nicht. Nun kontert sie nicht nur mit einer Ansage, sondern auch sogar mit einem Diss. Sie und ihr Tofu-Liebhaber haben ein paar Zeilen in seine Richtung gefeuert. Ob Bösemann sich darauf einlässt und die beiden zu sich ruft, um mit ihnen zu reden, bleibt eine andere Sache. Übrigens gibt es hier seine Ansage und ihre Antwort. Deutschen Gangster-Rapper Bösemann verabredet, um mit ihm darüber zu diskutieren, warum nicht vegan sein nicht okay ist. Hat die 100 Schiss bekommen. Er hat mich einfach verletzt, hat mich einfach sitzen lassen. Ja, das war nur ein kleiner Junge, der hey, Bruder. Muttermilch trinken muss. Ja, Muttermilch vor allem. Von die militante Veganerin sagt, du hast sie sitzen lassen, stimmt ja. Das? Ja, wer? Die militante Veganerin. Was sagt die, was sagt die, was hab ich, was? Die meint, du hast sie sitzen lassen. Ja, stimmt. Bösemann hat mich ja letztens versetzt. Weil wir mit den ganzen Jungs verabredet waren zum Essen. Eigentlich war unser Treffen ja für mittags ausgemacht, aber um 13.30 Uhr kommt dann vom Bösemann ein Guten Morgen. Das Fleisch hat wirklich sehr gut geschmeckt. Einfach gar kein Scharaf. Wie ehrenlos kann man sein? So ein Tofu-Fresser, der will mit mir einen Straßenkampf veranstalten. Wir können gerne einen Straßenkampf zum Thema Tierrechte machen, nur statt Fäuste lassen wir unsere Argumente sprechen. Also wenn du dich traust, dann schreib mir eine Nachricht. Muss ich mich fürchten? Du musst dich nicht fürchten, doch die Tiere fürchten sich, denn für sie ist böse Mann der wahre Bösewicht. Ich bin wie ein Prisma und du wie weißes Licht, denn wenn du auf mich triffst, zerlege ich dich. Debattierst bald mit ihm und du stehst stumm da, für die Tiere ein Sieg, böse Mann geht unter. Wow, geil. An die Rap-Check-Community, jetzt seid ihr wieder up to date und wisst natürlich, was momentan in der Rap-Welt passiert. Um nichts zu verpassen, könnt ihr meinen Kanal abonnieren und die Benachrichtigung aktivieren. Was denkt ihr, wird Bösemann mit den beiden machen? Und glaubt ihr, dass sie einen richtigen Rap-Diss machen werden? Ich freue mich schon, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Mein Name ist Memo und bis zum nächsten Mal.